Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Ark Survival Evolved. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ist ja noch nicht ganz vorbei. Und heute weihnachtliche Grüße, auch von Dekos wahrscheinlich, oder? Astalama! Hallo, Muchachos! Weihnachtliche Grüße und die Jingle seien euch ganz herzlich gebellt. Wunderschön, dass ihr einschaltet. Ark geht weiter! Danke für den Pfeil direkt in die Stirn. Sieht sehr lustig aus, ja? Nee, bei mir sieht es aus, als wäre. Warte. Ja, ist in deinem Mund. Doch, habe ich gut gemacht. Mein Mund? Ja. Ah, ist genau. Ich sehe mir ziemlich cool aus, muss ich sagen. Genau im rechten Mundwinkel. Bart ist als da. Als hättest du vielleicht da was anderes längliches im Mund. Man kennt ihn, ne? Man kennt mit ihn. Mit einem Schaft. Also, letzte Folge sind wir geflohen vor der Gefahr. Das war nicht mehr auszuhalten. Ich habe meinen Fallschirm verbraucht. Und für einen Metersturz vor dem wir Stein. Haben, ihr habt es wahrscheinlich auch schon tausendfach in die Kommentare geschrieben, wir haben jetzt auch endlich die ganzen Mods auch aktiviert. Sie waren nämlich nicht aktiviert, weil wir Epic Player noch aktiviert hatten. Also Epic-Spiele waren gestattet. Crossplay mit Leuten, die Epic Games nutzen. Und auf Epic Games kann man anscheinend keine Mods nutzen. Deswegen waren die Mods quasi auf dem Server drauf, aber deaktiviert. Jetzt funktioniert es, genau. Oh, hier ist ein Level 8 Carnosaurus. Ziemlich scheiße, hallo. Wir bauen unsere erste Base gerade so ein bisschen. Und das große Problem, das wir immer noch haben, ist, wir haben kein Metall. Nach wie vor, ja. Nach wie vor, oh, Alter, okay, da war, das war ein schöner Raptor. Ein schöner Tech-Raptor lief hier gerade rum. Oh, ist aber weggejutet. Wo wollte der hin? Tech-Raptor. Was ist das? Aus dem Aventarbis übernieren. Greift er mich an? Der greift mich an! Nein, oder? Nein! Kann man Aventarbisse bolern? Nein, kann man nicht. Natürlich kann man die nicht bolern! Okay, zwischen zwei Bäumenstämme, das hat ja schon mal funktioniert. Abballern dann. Diesmal nicht. 15 Pfeile, meinst du, das reicht? Würde gleich mit dazu kommen auf Jagd, denn die regen mich abnormal auf, diese Viecher. Lässt er mich jetzt. Er lässt mich, glaube ich, im. Jetzt nicht mehr. Oh, da unten sehe ich gerade. 82 Damagio. Okay. Ja! Digga, lass die Pfeile einfach durch ihn durchgehen! Hör auf zu cheaten, du Hund! Ey! Jeder Schuss ein Treffer, aber kein Schuss trifft. Oh, mein Bogen ist kaputt! Treffer. Das ist ja grandios hier, also, ne? Ich habe alle meine Crafting-Ressourcen oben zum Sammeln in Truhe gepackt. Ich kann meinen Bogen nicht reparieren. Das ist ja. Bitte. Nein, ich kann ihn nur nicht reparieren. Was brauche ich denn noch? Ich lass dich da mal machen, ne? Ich baue hier in der Zeit mal so ein bisschen. Hallo, was wie wär's, auf. Wenn du mich retten kommst? Digga, ich habe überhaupt nichts. Bin so laxig unterwegs. Bin zum ersten Mal getroffen. Oh, ich kann reparieren. Reparier schneller, Bruder! Reparier schneller, Bruder! Okay, repariert. Okay, repariert. Er hat mich nochmal attackiert. Aber ich habe wieder einen Bogen. Knack ihn um! 82 Damage stand. Schluck, Alter. Schluck, Junge! Welches Level ist der Lachs? Okay, kurz das Fernglas picken. Na ja, mach Level mal. Level 11. Wie viel HP wird wohl so ein Level? Aua, hat mich halt down. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist ja. Wie viel HP wird so ein Level? Warte, ich such dich gerade. Ach, da unten bist du. Versuch dich irgendwie zu supporten jetzt, Favakon. Oh, er blutet. Ja! Nimm das! Schluck, Junge! Schluck! Okay, er hat. Okay, ich hab dreimal rohes Filet. Okay, ja, damit können wir jetzt leider gerade nichts anfangen, außer wir tamen jetzt ganz spontan einen T-Rex, den wir höchstwahrscheinlich nicht bekommen werden. Oder einen anderen Aventarbis, aber ich habe auch leider keine Narco-Arrows mehr. Ich habe leider auch nicht so viel. Oh, also noch 9 Pfeile, das sind meine, außerdem noch eine Axt und eine Spitzhacke, die nehme ich mit. Alles an Holz mitnehmen, ne? Holz brauchst du weiterhin? Ja, kann man immer gebrauchen. Ja, dann brauchen wir oben jetzt relativ dringend eine. Metall. Das auch. Ja. Aber ein Lagerfeuer, ich habe nämlich Hunger. Okay, dann brauchen wir auch noch Fleisch. Wasser gibt es so oben drauf auf dem Berg auch, oder nicht? Nee. Oh, da unten ist ein fast toter Stego. Bringt aber nur Primeid, brauchen wir jetzt nicht. Das ist ein Metallstego.
Ja, kriegen wir Metall aus dem? Kann man nicht diese Altmetallreste im Ofen auch zu metallbaren Dingsen? Ja, kann man. Da kriegt man viel von denen. Dann wäre das doch was, oder? Weiß ja nicht. Ich auch nicht. Wir müssen doch hier irgendwo Metall finden, das kannst du mir nicht erklären. Also an Bergen war immer ein bisschen Metall. Also ein bisschen Metall habe ich auch schon, ja. Hilfe? Wie, was Hilfe? Warum? Ja, der Stego. Wo bist du denn? Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Ja, wo die Zahlen sind. Ich sehe keine Zahlen. Hilfe. Bist du noch weiter nach unten gegangen? Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, ein bisschen nach unten. Okay, such dich mal. Da unten ist noch ein Argentavis. Nee, da sind ganz viele Hyänen noch, aber... Boah, ich bin wieder bei der Base. Bei welcher Base? Quasi, ja, bei unserer Base. Achso, dann bist du auf der anderen Seite. Also auf dem Berg bin ich. Achso. Ne, wo unsere Base auf dem Berg ist. Nicht, nicht irgendwie Berg. Okay. Oh. Ich bin durch Fallschaden gestorben. Nice. Und wir haben hier, glaube ich, nicht mein Bett, oder? Ne, wir haben hier oben noch kein Bett. 3 HP. Okay. Nice. Geil. Finde ich begeisternd. Oh, der Agentavis. Der Agentavis. Haben wir hier irgendwas? Oh. Hier. Oh, da ist Kohle, die ich mit. Kannst du schnell nach oben kommen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Oh, leider wird er jetzt weggesnackt vor dem Agentavis, der Stego. Die sind ja immer richtig geil. War der schon tot, oder was? Nee, aber so gut wie. Die sind dann richtig geil auf die. Ich schau mal eben, ob ich für dich. Aber noch die flexen die, glaube ich, so nicht an. Also, wenn er nicht. Also, die greifen den nicht an, glaube ich. Bett wird gebaut. Versuch okay, dann drauf zu gehen. Ich bin in der Schlucht und lauf schon nach oben. Soll gleich so da sein. Das war jetzt kein krasser Rückschlag hier, auch wenn es wieder natürlich richtig nice von die Feeling ist, gegen einen Level 11 Stegosaurus zu sterben. Okay. Oh, wenn man genau ist, dann bin ich am Fallschaden gestorben. Oh, er ist fast tot. Dann mache ich jetzt erstmal... Ich glaube, ich mache dann erstmal den Agentavis Platz. Also die leben gerade so in Liebe und Harmonie zusammen, ja. Da sehe ich jetzt auch ehrlich meinen Leichenstrahl. Ich bin jetzt bei der Base. Komm her, Agentavis, du Nudelsalat. Hier ist mein Leichenstrahl. Ich habe auch nur noch einen Pfeil gehabt. Weiter, weiter, weiter. Lauf, lauf, lauf. Feuerstein, Bola, den Bums. Das will ich noch haben. Der Rest ist eigentlich noch. Narco-Berries nehme ich noch mit. Und hat, nein, Agentavis, du bist jetzt den anderen Agentavis. Ich bin weg, ciao. Digga, was die sich gegenseitig wegfressen, ne? Solche Chakos, ey. Okay. Ja, Stego. Ich müsste mir allerdings eben noch Pfeile craften. Oh, Mama Mia. Noch Feuerstein dafür. Irgendwo ein abbaubarer Stein. Ich hab nicht mehr ganz so viele Pfeile. Digga, was hält der Lachs aus? Er kriegt leider auch richtig wenig Damage. Wahrscheinlich, weil er ein Metallviech ist. Oh. Pfeil? Ist er tot? Hä? Hey. So langsam wird's knapp. Hey. Ich bin erschöpft. Hauptsache, ich habe mein Rezept für Steinpfeile vergessen. WTF. Oh, ich bin fast am Arsch. Ich bin fast am Arsch. Ich dachte, der blutet. Der blutet ja kein bisschen. Ja, ich bin in so eine Ecke gebacken. Hab ihn. Hast du ihn gekillt? Ja. Ich muss abhauen. Nice. Ich muss abhauen. Wo? Hast du ihn schon abgebaut? Ja, ich hab ihn abgebaut. Ich komme jetzt nach oben. Oh, ich bin richtig am Arsch. Hast du irgendwie Altmetall gefunden oder so? Ich habe 13 Altmetall, ja. Besser als gar nichts. Okay. Lass uns genau. Besser als gar nichts. Lass mal schauen, was das bringt. Wir haben ja auch ein bisschen Metall da, ne? Das heißt, wir können schon einen Ofen herstellen. Wie viel Metall haben wir da? 5 oder so? Also 5 Rohmetall da. Also wir brauchen 5 Metall für eine Smithy. Ja. Also erstmal der Ofen. Können wir den Ofen bauen? Brauchen wir Leder, Stein. Eine Smithy ist wichtiger. Ist wichtiger, okay. Ja. Ja, den Ofen, mit dem können wir ohne Metall eh nichts anfangen. Aber wir brauchen doch. Was brauchen wir dafür? Brauchen wir nicht dafür auch fertiges Metall? Ich glaube, für eine. Sein. Vielleicht machen wir dafür doch fertiges Metall. Ich dachte, das braucht nur rohes Metall. Und ich bin fast am Arsch. Denn ich hab mal wieder nichts zu trinken. Again. Ha!
Okay, warte. Wasser, S Nahrung. Plus Smithy, 5 Metallbarren. Ja, dann. S Plus war irgendwie besser, ne? Weil er mehr Platz hat, glaube ich, oder so, ne? Ich glaube, du kannst ja einfach auch wieder umsatteln, oder? Also irgendwo anders umballern. Schmelzofen. Arbeite einfach mal. Arbeite einfach mal mit der Pickaxe, baller hier so ein paar Steine weg. Ich habe jetzt auch schon wieder 3 Metall. Also kriegst du auch aus normalen Steinmetall, aber ja, ist eben nicht der Shit, ne? 3, ich habe jetzt auch schon wieder 3 Metall. Ja, was willst du machen? Besser als gar nichts, ne? Ja, aber also ich weiß ja, dass ich einfach im Dschungel so ein Metallfeld gefunden habe und hier oben auf dem Berg kein Metall vorhanden ist. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das sind wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, so kleine Spots gibt's hier wahrscheinlich auch. Den müssen wir erstmal finden, den Spot. Also ich bin hier jetzt schon einmal alles abgelaufen. Ich bin jetzt auch am Ende des Berges. Ein Metall. Okay, ich gebe jetzt alles ab. Argentavis. Ja, ich lasse mich jetzt einmal umbringen von so einem Argentavis. Mir geht's nämlich richtig beschissen hier. Da hinten ist Wasser. Aber wir haben ja den Petri. Wir können ja den, wir können jetzt den Sattel craften. Ja. Dann können wir zum Wasser fliegen. Zumindest sollten wir irgendwie 80 Schlongs mitnehmen. Also Schläuche. Ja, lass uns lieber Wasserflaschen bauen, denn aus den Lederschläuchen geht das Wasser langsam raus. Wir haben ja Kristall. Ja, ja. Wir haben ja genug Kristall hier. Das ist immer ein Vorteil. Hier, ich habe 4 Metall. Nice. So. Okay, aber hier haben wir auch schon mal, wir haben 20 Metall. Wieso stackt das nicht? Hä? Wir brauchen aber Leder, ne? Das heißt, wir müssen wieder irgendwas umbringen. Wieso kann ich denn diese random Metallstacks hier nicht zusammenpacken? Ich habe 200 Leder. Oh, okay, damit können wir arbeiten. Da bauen wir schon mal den Ofen. Ja, ich habe auch immer noch das, die rohe rohes Filet hier. Und 98. Ja, rohes Filet wird vergammeln. Fleisch. Pack das mal in den Mortar und Pestel. Okay, was brauche ich für den Forge? Fasern. Das ist alles auf Englisch? Nee, Stein. War hier. Zack. Herstellen. Ofen. Und ich baue mal einen Schrank, weil die kleinen Kisten mir auf den Sack gehen. Awesome Spyglass können wir ja noch fertig craften, oder? Dafür brauchen wir Metallbarren. Ach was, echt? Ja. Okay. Ziemlich random, aber gut. Denn damit kann man hier schön wahrscheinlich an der Seite noch runter gucken. Ich weiß leider auch nicht mehr ganz genau, wie Metall aussieht. Aber es war so ein dunkler Stein, ja, ne? So ein dunkler Stein aber nicht. Ja, ein dunkler Stein mit Gold. Ja. Okay, der Ofen steht und die 20 Metall packe ich rein. Zack, zack. Ach, und das Altmetall. Und das erste, was wir hier fertig machen, bitte Metallwerkzeuge. Denn wenn der. Das ist ja richtig Müll, was ich hier habe. Geht die ganze Zeit kaputt. Soll ich die Kisten, die hier sind, wieder einpacken? Abreißen? Wieso? Achso, wegen S-Plus? Um den Schrank hinzubauen? Oh, ja, ja. Aber dann müssen wir das Haus noch ein Ding weiterbauen, höher, ne? Ja, kriegen wir hin. Digga, das Tal sieht so geil aus. Übrigens, da unten haben wir einen kleinen See. Da können wir auf jeden Fall hinrennen. Aber es ist auch arschweit weg. Okay, Schrank steht. Sehr gut. Ein T-Rex haben wir auch weiter unten. Das heißt, den können wir dann irgendwann mal zähmen. Aber was wir brauchen, Deko, lass uns als nächstes entweder ein Stego oder ein Trike zähmen für Bären. Dass wir so ein bisschen Bärenfarm haben. Oh mein Gott, das ist ein Alpha-T-Rex da unten! Ja! Alter! Bleib weg von dem, lock den nicht hierher, Alter. Digga, was? Und ein normaler T-Rex ist auch da. Das können wir gerade nicht gebrauchen. Okay, ich habe jetzt ein bisschen sortiert. Ich weiß nicht, warum hier manche Stacks nicht zusammenpassen. Mhm. Also Stroh mit Stroh und Holz mit Holz und sowas geht einfach nicht. Wir haben 4 Altmetall jetzt. Ja gut. Wir haben Altmetallbarren 5 Stück. Wir werden also 13 Altmetallbarren kriegen.
Okay, ich glaube, das werden keine Altmetallbarren, oder? Werden das nicht normale Barren? Ne, es werden Altmetallbarren. Ich habe doch hier schon welche stehen. Aber ich glaube, die werden genauso benutzt wie normale Metallbarren. Also ist es relativ egal für uns. Oh, die Frage ist jetzt... Werkzeug, bitte. Dankeschön. Wir brauchen 75 Chitin. Für? Für den Petri-Sattel. Oh, okay, ja, müssen wir auch gleich machen. Wir hatten aber eigentlich irgendwo Chitin. Ich glaube, es war unten in der Kiste noch, in der Base. Ja, wo kriegen wir Chitin her? Ja, nur die Insekten, die hier rumlaufen. Diego die sind oder auf so? Jeden Fall. Nee. Nur die Insekten. Ja, Digga, wie sieht diese Hyäne aus? Ich bin weg, ciao. Holz, Stein, Stroh. Lagerfeuer craftig. Ding das Lagerfeuerlied. Und ich muss noch ein paar Pfeile craften. Ja, Pfeile sind auch sehr nice. Was Papa fehlt, ist übrigens Faser wieder zu Hause. Oh, hello, Bruder. Rein. Okay, habe ich jetzt so 37 Pfeile. Das Lagerfeuer baue ich uns hier noch hin. Aber ein Lagerfeuer für Quality Base. Jetzt ganz viele Bärensamendeckung und bitte eine Hedge und eine. Wie heißt das Ding? Stone Eggs? Ne, wie heißt das Ding auf Englisch? Egal, ich meine so ein Spitzhack und. Ja. Warum das Lagerfeuer nicht an, wenn da Holz drin ist? Musst du anmachen. Kannst du kurz das Lagerfeuer anmachen? Ja. Das ist kein Lagerfeuer? Wo ist das Lagerfeuer? Doch, Lagerfeuer. Kannst du dich anmachen? Ich auch nicht. Was hast du da gemacht? Ich hab ein ganz normales Lagerfeuer gebaut. Das ist nicht mal irgendwie ein spezielles. Das ist einfach nur... Baust mal woanders hin. Hier. Die Sachen nehmen wir auch mit. Also eigentlich habe ich nichts getan. Gut, schauen wir mal. Also es geht bisher auch noch nicht. Weil die Berries nehme ich mit. Vergammeltes Fleisch, ne? Mortar Pestle rein. Wenn du was hast. Achso, wir brauchen die Workbench, ne? Rumliegen. Wir brauchen die Workbench für Werkzeuge, oder? Smithy. Ja, stimmt, ja. Oh, damn. Muss Brennstoff wie Stroh, Holz, bla bla haben. Okay, muss das vielleicht in den ersten Slot rein? Ich teste das mal so. Nee. Das ist aber im ersten Slot eigentlich. Krass. Irgendwas buggy hier. Zwei Kristall, 5 Leder, 7 Zement. Zement haben wir auch nicht. Wobei Zement können wir vielleicht mit einem Mortar und Pestel oder so herstellen. Wo ging das? Ja, aber auch Chitin brauchst du dafür. Wird also schwierig. Dann brauchen wir ganz, ganz dringend Chitin. Lol. Chitin, Keratin. Ja, Stegos oder Triceratops sind das, glaube ich, ne? Oh, endlich geht's, das Zimmer. Ja, neu gebaut, aber das S-Plus-Ding. Ah, naja, okay. Also du warst nicht zu blöd, falls du das dachtest. Finde ich gut. Was, glaube ich, jeder dachte. Hallo? Kannst du schon... Achso, was brauchen wir jetzt für die Workbench? Er braucht ein Eisen, Metallbarren, und Metallbarren haben wir eigentlich. Du könntest, glaube ich, eine Workbench bauen, aber ich glaube, wir haben in dem kleinen Häuschen keinen Platz dafür. Deswegen bereite ich hier gerade etwas vor, dass wir so eine kleine Erweiterung machen. Soll ich das Kristall hier weglachsen? Einen Augenblick kurz. So, ich baue jetzt erstmal so ein paar Bausachen. Fundament, Wand, damit wir hier das Ding erweitern können. Ich glaube, das mache hier gerade hinter uns ein bisschen Platz, damit du Platz hast zum Erweitern. Alter, der gibt ordentlich Kristall hier, der Lachs. So, Platz sollte da sein. Mhm, dankeschön. Ein bisschen Metall habe ich wieder abgebaut. Herstellung. S plus Smithy, 5 Metallbarren haben wir alles. Dann baue ich jetzt die Smithy. Ja, Stein. Ja.
Bild, ne? Holz? Holz habe ich alles. Hast du das ganze, wollte ich sagen, ja, ja. Das ganze Holz mitgenommen? Ich schmeiß mal die Hälfte hin. Achso, okay. Ich hab aus dem Ofen rausgenommen. Was brauche ich jetzt noch? Also falls du was übrig Fasern. Hast, kannst du wieder in den Ofen reinpacken. Ja. Fasern sind hier im Schrank. 900. Oh. Machst du so viele Fasern? Echt? Nice. Ja. Machen wir auch so, gleich fertig. S plus Smithy. Reiben wir mal hier neben den Ofen. Da haben wir es nicht so weit. Ach so, S plus Sachen muss ich auch noch alle erstmal lernen, ne? Oh, damn, Bro. Damn. Das habe ich, hab ich ein bisschen verkackt. Aber ist ja unser erstes Haus, ne? Da kann man ein bisschen verkacken, ja. Yeah. Hall? Kochen, Waffen, Rüstung, Waffen müsste das sein, ne? Waffen. Nahkampf. Okay, kann ich so doppelklicken lernen? Nein. Ein Metallbarren. Eine Spitzhacke ist easy. Spitzhacke kriegen wir schon beide hin. Ja, okay, sehr gut. Eine Axt nicht. Was brauchen wir dafür? Für eine Axt brauchen wir Waffen, Nahkampf. 8 Metallbarren, für eine Spitzhacke nur ein. Mhm. Also brauchen wir 2 Metallbarren. Die habe ich, glaube ich, sogar mit Altmetall hier am Start. Können wir diese Wand hier eigentlich auch abreißen, hier zwischen hier, ne? Ja, aber da ist jetzt eben... Ja, dann ist ja der Schrank hier so ein, ja, so ein Raumtrenner, ne? Ja. Warum nicht, ne? Arbeitet doch gut als Raumtrenner, finde ich. Ich finde sowas immer nicht schlecht, dann weiß man, wo ist und so. Hast du schon die Spitzhacke für mich? Nee, ich bin gerade dabei, die Crafting-Ressourcen hier rauszuholen. Ich habe so ein bisschen was reingebrettert schon mal. Jetzt wird es doch langsam hier. Hier rein. Ja, wir kommen, ne? So, langsam. Folgen. Hier sterben wir auch nicht alle 3 Sekunden, das ist das Gute. Hier kann man sich endlich mal aufbauen hier. Und du hast gleichzeitig noch einen richtig geilen Blick. Oh yeah. Wir haben halt nur kein Wasser. Ja, aber unten im Tal hast du ein bisschen Wasser. Wir brauchen jetzt erstmal gleich ein Stego, um ein paar Beeren zu sammeln. Dann haben wir keine Narkotikprobleme mehr. 19 haben wir, ne? Oh, okay. Waffen, Nahkampf, Spitzhacke, 2 Stück werden gebaut. Merci. Und was brauchen wir für Pfeile eigentlich? Hä, muss ich auch Pfeile neu lernen? Was ist da los? Ja, musste ich auch neu lernen. Speer auch? Hä, warum? Musste ich auch neu lernen. Liegt wahrscheinlich am S plus oder so, keine Ahnung. Okay. Fasern. So, Spitzhacke ist da. Dann können die Steinspitzhacke weg. Ich habe jetzt den Scheiß aufgesammelt. Dankeschön. Nice. Wo ist denn meine Kacke? In der Smithy. Oh, endlich. Und. Ja, jetzt müssten wir sogar 13. Wir haben sogar für genug die Axt. Für die Axt, Junge. Axt 1, 2, Junge. Check. Ah, meine. Oh, und dann können wir gleich. Warte mal, Crossbow. Ah, es geht weiter, Digga, es geht weiter. Armbrust auf German. 25, brauchen wir 7 Metallbarren. Das kostet, Bruder. Aber ich zieh jetzt erstmal los. Okay. Ja, wir brauchen jetzt, wir müssen Chitin holen, weil wir einen Sattel craften müssen, damit wir unseren Petri zum Wasser holen nutzen können. Ja, können wir gleich machen. Ich will mal ganz kurz testen. Ich habe nämlich schon so etwas... Ja, etwas dunklere Steine, so wie der hier. Den habe ich gefunden. Aber, nee, das ist kein Metall. Nee, nein, ist kein Metall. Ich dachte, so ein bisschen mehr kriege ich daraus. 3, 4. Oh, 4 Metall jetzt daraus bekommen. Ja, er glänzt. Das ist okay, wird aber wahrscheinlich eher dann dem neuen Werkzeug liegen. Ja, weiter nach unten. Also die Steine am Wasser bringen ja auch immer ein bisschen was, ne? Das heißt, wir könnten mal nach unten gehen. Ich habe 5 Metall bekommen. Hier einfach den Berg runter jeden, oder was? Wo bist du? Naja, ich baue hier gerade noch was ab. Ich dürfte eigentlich meinen Namen noch sehen hier irgendwo. Oder auch nicht. Ich laufe jetzt nach unten. Ah doch, links von mir bist du. Oh fuck, warum springe ich? Aua. Oh, große Fehler. Ich bin halb tot. Ja, da unten hätten wir schon mal Stegos, ne? Wo, ja, das ist, ja, Stegos hätten wir da. Aber, ja.
Ja, und die müssen wir uns eigentlich holen. Leider werden uns die Agentave so wahrscheinlich wieder anlachsen. Ja, wir müssen die alle wegsnacken. Lass uns erstmal zum Wasser gehen, wir brauchen ja eh Wasser. Na, pass auf, da sind auf dem Weg Raptoren und Säbelzahntiger. Echt? Wo? Ach, da unten. Genau vor dir. Wie viel Bolas hast du? Ich habe leider nicht mal Rüstung dabei, ich hab 10 Bolas. War super geil. Okay, ja gut. Ich habe auch arschviele Pfeile, Pfeile. Da wäre ein neuer. Aber hast du 50 Narkosepfeile oder normale Pfeile? Normale. Ja, das wäre auch ein neuer rote Rakete-Raptor. Ja, wollen wir den holen hier? Ja, aber wir haben keine Narkosepfeile, oder? Ich habe. Ne, keinen mitgebracht. Ne. Na, lass die alle umbringen. Er ist Level 46. Oh. Da ist noch einer Level 82. Alter! Ja, wollen wir erstmal außenrum? 74. Komm, erstmal außenrum. Ich glaube, außenrum wäre schlauer. Dann snacken wir uns die später noch. Nehmen schon mal die Bolas in der Hand, falls was schief geht. Ja, was höchstwahrscheinlich sowieso passieren wird. Oh mein Gott, sind das hier Steine? Ist das hier das einer? Sind Steine, ja, aber es sind keine Metallsteine. Nein, immer noch nicht. Das ist auch nur so ein normaler, etwas dunklerer Stein. Okay, aber hier, wenn wir die Steine kaputt machen, da kriegen wir eigentlich... Oh oh, Marvin, guck mal, was da über uns ist. Ein Allosaurus, alter Schwede, so ein Allosaurus? Nee. Alter, ein Giganotto? Ich wollte gerade sagen, bin ich nicht, das ist doch hier... Alter, ein Giganotto! Oh, guck mal hier in die Höhle. 22 gute... Obwohl, wenn wir in die Höhle rennen... Ja, ich wollte gerade sagen, in die Höhle, Höhle ist normalerweise immer nicht so ein safer Spot. Oh mein Gott, aber, oh mein Gott. Weil ich da gerade nichts sehe in der Höhle. Meinst du, da ist vielleicht Metall drin? Oh, er kommt immer näher, ne? Also er ist schon sehr, sehr nah. Ich glaube, da ist wirklich Metall drin, aber hier die ganzen normalen Steine haben jetzt ja auch Metall hier. Guck kurz, ob Deko. Ich hier irgendwo was. Ah, ich hab richtig Angst gerade. Hier! Ja, das hier Deko, so. Hier! Was? Was ist da? Er kommt, ne? Kommt der? Giganotto ist geil auf irgendwas, ja. Arwin? Und ich laufe. Aber genau neben dem ist ein Metallstein, glaube ich. Ja, deswegen ja. Alter, shit. Toll. Hauptsache, wir finden Metall in der Nähe unserer Base. Was steht daneben? Ein Giganotto. Hier oben! Hier! Was ist hier oben? Dieses helle. Ist das auch? Nee, oder? Bist du? Nee, ich glaub nicht. Nee. Oh, fuck! Okay, gehen wir mal weiter. Hier, oh, das sind Stegos. Ja, das sind auch irgendwelche. Sind das Zebras, die da in den Steinen. Zebras, ja. Ja, okay. Oh. Die aber du die mit Stegos könnten wir holen eigentlich. Ja, wenn wir Narkotik hätten, ne? Nee, killen. Wir brauchen ja Chitin. Ach so, das willst du machen. Ja, könnte man auch machen. Oh mein wenn Gott, wir schon in den Bergen sind, werden die nicht so gut an uns rankommen. Wobei eine Armbrust halt noch geiler wäre. Allerdings bräuchten wir dafür. Ich will es nicht sagen, aber Metall. Ja, Metall habe ich jetzt aber schon. Oh, ist das Metall? Oder ist das auch wieder nur eine optische Täuschung? Ist auch wieder nur eine optische Täuschung, ne? Digga, wie soll ich hier hochkommen? Deko, lass uns mit Missionsabbruch. Erst einmal das, weshalb wir hier sind. Am Wasser. Die oh Leute, hier ist eine Ziege, eine pinke Ziege. Oh, geil, Digga. Oh. Oh. Aber ein pinker weiblicher ist es, glaube ich. Was habe ich da? Okay, warte, hier ist ein Pheromon-Lachs. Also, du kannst wirklich mit dem Stein... Der müsste aber auch Ferritin haben, ne? Mit den Steinen am Fluss kannst du gut Metall fahren, wenn ja, es so ist. Ja, gut nicht. Es geht. Also, ich habe jetzt schon... Wie viel habe ich jetzt? 57 habe ich jetzt. Ah, ist aber schon... Geht. Damit kann man schon fast zurücklaufen. Ja, geile Ebene hier. Ich guck gerade, ob ich irgendwie von hinten an den Giganotto rankomme. Weißt du, ich bin jetzt umlaufen. Ich sehe schon wieder, wie mein nächster Tod zustande kommt. Aber ganz ehrlich, warum aber er ist ein Giganotto jetzt runter hier? Am Fluss zum See, wo die Höhle ist. Das heißt, hier oben, wo er vorher war. Aua, jetzt nicht an Fallschaden sterben. Mal ganz sagen, pass auf dich auf da, ne? Ich bekomme auf jeden Fall Schaden zwischendurch. Aber ich bin jetzt hier. Aber es ist doch nur ein einziger Stein, ne? Und? Es ist nicht mal ein Metallstein. Der Giganotto ist bei sehr, sehr nah bei mir. Oh mein Gott, ich bin der ja rastet hier gerade ein bisschen bei dem aus. See. Ja, ich bin jetzt oben. Das ist kein Metallstein hier. Das ist ein ganz normaler Stein. Okay. Alter Schwede. Oh, ist so gefährlich, was wir gerade machen. Ja, du musst zurück zur Base. Wir müssen jetzt Armbrüste craften, damit wir was killen können. Okay.
Ich gehe mal oben auf den Berg zurück zur Base und ah nein, auf der Seite. Auf der Seite war noch der Raptor. Ja, da waren ein paar Raptoren. Oh fuck, was mache ich jetzt, Deko? Auf der anderen Seite ist der Giganotto. Ja, dann komm zu mir. Ja, ja. Okay, ich renne jetzt einfach hier lang. Ich hoffe, dass ich da nicht... Oh fuck, hier sind Säbelzahntiger. Oh nein, los. Ich schon mal meine Bolas raus. Ich habe auch meine Bolas. Oh, einfach nur zurück jetzt, ne? Einfach okay, nur zurück. Aufgabe ist zurück zur Base. Nein, hier sind zwei Raptoren. Hier sind zwei Raptoren. Ein paar... Hallo, bitte Marvin nicht sterben, wir brauchen dein Metall. Ja. Oh, ich habe die beide gebolert. Ich laufe. Deko, das könnten die beiden krassen Viecher gewesen sein. Ja. Und jetzt kommt... Oh, der dritte, den habe ich auch gebolert. Ich laufe. Ein Agentavis hinter mir her. Einfach laufen, Marvin, einfach laufen. Ja. Nur wenn es zu steil ist, da kann man ja nicht hochrennen. Oh, los. Oh fuck, da sind Hyänen. Oh. Alter, das ist gerade intens hier. Huh. Ich laufe. Oh, was ist das hier? Mich irgendwas gerade erwischt hier. Was ist das? Achso, ein Esteron. Ankylo, alles gut bei mir. Ich komme nicht weiter nach oben. Ich komme leider gar nicht weiter nach oben, weil ich überall runterrutsche. Und auch hier geht ein bisschen. Oh, los. Wie viel Metall hast du jetzt? Ja, es ist wirklich... Ich habe nix. Nix? Okay. Fünf. Okay. Jetzt so semi. Ich habe keine Steine abgebaut hier. Ich habe hier irgendeine Tasche gefunden. Ja, ist vielleicht meine. Von einem von uns. Ja. Aber ist wahrscheinlich leer, ne? Er ist von mir. Ah, ist von dir, okay. Ist leer. Ja, nur Skins drin. Okay, ich hab dich gesehen. Oder ich sehe dich gerade. Oh, eieiei, das war... Oh, hier ist wieder unsere Base. Perfekt. Ich hab jetzt wie viel? Ich hab jetzt 139. Gar nicht so kacke. Nice. Damit kann man leben. Arbeiten. Ich nehme mal hier einen Stack, halben Stack Fleisch raus zum Essen. Ja. Ja, dann haben wir einen neuen Nachbarn, ne? Mit dem Giganotto. Wird auf jeden Fall lustig und interessant, würde ich sagen. Vier Metallbarren haben wir noch. Giganotto ist, ja, weiß ich nicht, weil wir damit irgendwie umgehen sollen. Am besten gar nicht, muss man sagen. Wahrscheinlich gehen wir am besten mit dem Giganotto gar nicht um. Am besten, wir verschwinden einfach sofort wieder. Man kennt wir machen ihn. Jetzt, mach dein Metall in den Ofen. Hab ich schon. Dann craften wir zwei Armbrüste und dann gehen wir auf Stego-Jagd, damit wir den Sattel für den Petri craften können. Und dann sind wir schon mal mobil und können vielleicht auch... Auch wenn jetzt ein Petri nicht gerade viel Gewicht hat zum Transportieren, vielleicht irgendwo ein bisschen Metall holen mit dem Petri. Ich will aber, einen Stego will ich auch zähmen, ne? Für die Narco-Berry-Produktion. Ja, ganz brauchen wichtig. Wir auf jeden Fall auch. Kommt auch. Ja. Ob wir das jetzt gleich machen müssen, weiß ich noch nicht. Muchachos, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Schametta, die Däumchen nach oben. Was sagt ihr zu unserem heutigen Ark-Abenteuer? Sind wir gestorben? Wir sind gar nicht gestorben, glaube ich, oder? Ich hab mich in den Freitod gestürzt, aber sonst ist alles... Ja, das war Absicht. Das zählt nicht. Bist gestorben. Muchachos. Däumchen nach oben, Bescheid rausstecken, bis wir es mal eingehauen. Ciao.